1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben. Ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio mit kleiner Verspätung. Aber wir sind da. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir machen eine freie Themennacht wieder. Heute, wie immer, mittwochs. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist 60 Jahre alt und sie heißt Elke. Hallo Elke. Hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Ich bin total aufgeregt. Wir schaukeln das Kind schon. Um was geht's denn? Wie bitte? Um was geht's denn? Es geht auch darum, dass ich seit über 15 Jahren meine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Seit 15 Jahren? Ja, mehr als 15 Jahre. Du bist seit 15 Jahren in deiner Wohnung quasi gefangen? Ja. Definitiv da auch nicht ein einziges Mal rausgegangen? Ja, zwischendurch mal ein paar Schritte so mit einer Therapeutin. Ich habe eine Angsterkrankung. Du hast eine Angsterkrankung, die dich deshalb fesselt. Ich muss mal meinen Schneemann hier richtig hinstellen, damit ihr den auch alle sehen könnt. So, ne? So ist schön. Ja. Mit einer Therapeutin bist du ein paar Mal rausgegangen, aber auch nur ein paar Schritte oder so. Ja, ja. Mhm. Ich habe insgesamt 12 Jahre Therapie hinter mir. Ja. Und das hat aber nie lange angehalten. Die kleinen Erfolge, die ich da mal hatte, hin und wieder. Wie erträgt man das, 15 Jahre, quasi 15 Jahre, das Haus nicht zu verlassen? Ja, ist auch eine Stärke, ne? Ja, ja, natürlich, absolut, ja. Wie machst du das? Gibt es da nicht auch schon mal die Sehnsucht? Natürlich gibt es die Sehnsucht, aber es gibt auch andere Dinge, die das ausgleichen können. Ich mache zum Beispiel Reiki und schreibe Gedichte und so weiter. Und das ist schon ein Leben, was etwas mehr nach innen geht. Ja. Was aber nicht unbedingt nun völlig leer ist. Hast du eine große Wohnung oder ein Haus? Ja. Das heißt also, du bist jetzt gerade auch nicht auf ganz engem Raum zusammengefercht? Nein, nein. Das nicht. Lebst du alleine? Mein Sohn lebt noch bei mir, aber der ist ganz viel unterwegs. Und ich möchte eigentlich einen Aufruf starten, ob es einen einsamen Menschen gibt, der mit mir in einer Zweier-WG hier leben möchte. Ach, das heißt, du wärst bereit, jemanden mit ins Haus zu nehmen, aber du würdest nicht in eine andere Wohnung ziehen. Das könnte ich nicht. Das geht nicht. Du suchst jemanden, der mit dir in dein Haus zieht. Weil das so schlimm ist die Einsamkeit. Lass uns das gleich nochmal vertiefen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückblättern. Du sagst 15 Jahre. Wie hat das damals angefangen? War das plötzlich oder ganz allmählich? Ja, es wurde allmählich immer schlimmer. Es gab Vor- und Rückschritte. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war mal Sekretärin. Ja, und das war dann natürlich dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr möglich zu praktizieren. Richtig. Ja. Gab es denn zwischendurch, du sagst, du hast so viele Therapien gemacht, gab es da auch Momente, wo du völlig verzweifelt warst und hast gesagt, es kann mir keiner helfen, ich hänge völlig ab und hänge völlig durch? Ja, natürlich. Und habe. Es war immer wieder neue Hoffnung und immer wieder neuer Anfang. Gab es Momente, wo du den Lebensmut verloren hast? Nicht wirklich. Hast du es aufgegeben, irgendwann nochmal ganz normal rausgehen zu können? Nein, die Hoffnung ist immer noch da, aber es ist natürlich auch ein sich engagieren. Sonst könnte man das wirklich nicht ertragen. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest oder müsstest, du solltest rausgehen, was würde das mit dir anstellen? Oder wenn du jetzt rausgingst, was wäre dann in dir los? Ich würde überall am ganzen Körper zittern, so wie im Moment auch, weil ich sehr aufgeregt bin. Ja. Und ich würde gar keinen Schritt machen können. Kannst du das einem erklären, der sich in diese Krankheit nicht hineindenken kann? Kann ja keiner von uns, der das nicht so hat. Vor was du Angst hast, wenn du rausgehst? Nein, die Angst kommt einfach so. Es ist also nicht nur eine Angst vor Menschen, sondern eine Angst vor? Ja, vor gar nichts eigentlich, vor der Situation. Dass du vielleicht versagst in der Situation? Ja, sicherlich. Aber wenn du zum Beispiel mit einem Menschen, den du vertraust, mit deinem Sohn oder einer Therapeutin, zum Beispiel einen Spaziergang durch den Garten machen würdest? Nein, das ging ja nur ein paar Schritte. Das ging nur ein paar Schritte? Mhm.
Also ja, mir ist, wie gesagt, darin gelegen, einen Menschen zu finden, vielleicht ungefähr in meiner Altersklasse, ja, der Lust hat, mit mir so in einer Zweier-WG zu wohnen. Nun sind wir ja kein Wohnungsinstitut. Nein, aber... Du weißt, aber ich mache auch immer wieder gerne Ausnahmen. Wirtschaft wäre natürlich toll. Ja, ich mache auch immer wieder Ausnahmen für Leute, die in extremen Situationen leben. Und das ist ja eine extreme Situation. Egal, Mann oder Frau? Ja. Ja. Es müsste nur möglichst ein Raucher sein. Dann müsste ein Raucher sein, weil du gerne rauchst. Ja, weil ich ein furchtbötterlicher Vielqualmi bin. Du hast ja gerade schon ein paar Andeutungen gemacht, was du so den ganzen Tag tust. Reiki, Gedichte schreiben, rauchen. Was? Computer. Computer. Computer ist natürlich eine wunderbare Verbindung dann zur Außenwelt, ne? Ja. Ja. Den möchte ich auch nicht missen, klar. Wo wohnst du, in welcher Gegend? Ich wohne in Schleswig-Holstein. Ja, das müsste dann auch jemand sein, wahrscheinlich, der da so aus der Ecke kommt. Müsste nicht, ne? Wenn derjenige gerne zu dir möchte. Und du wohnst auf dem Land oder in einem kleinen Ort? Kleinen Dörfchen, in wunderschöner, herrlicher Umgebung. Mhm. Ich aber leider nur vom Fenster aus sehen kann. Ja. Möglicherweise, wenn sich ein netter Mensch findet, ja, ist es ja möglich, dass man auch gemeinsam mal ein paar Schritte gehen kann. Ja. Achso, die Bereitschaft ist schon da, dass du sagst, ich würde es dann auch doch nochmal versuchen und... Ja. Und nochmal, was vermisst du am meisten? Kannst du das sagen? Ja, eigentlich die Natur. Ich meine, du kommst aus Schleswig-Holstein, wahrscheinlich die Sehnsucht, nochmal am Meer zu stehen, ne? Ja, das ist auch toll. Am Strand zu stehen, das Meer zu riechen, zu hören und so weiter. Ja. Aber so weit will ich ja gar nicht mich versteigen. Nee, du bist schon froh, wenn du im Garten mal eine Runde gehen kannst. Ja, natürlich. Bist du denn im Moment noch in Behandlung? Zurzeit nicht. Haben die Psychologen, die Psychiater, mit all die Leute, die mit dir gearbeitet haben, haben die dir das erklärt, warum du so schwer therapierbar bist, warum das nicht vorangeht? Nein. Nein. Und du hast für dich da auch keine These, warum das so ist? Wirklich, nicht wirklich. Andeutungsweise schon. Naja, ich weiß eben meine Biografie, nicht? Mein Lebensweg war nicht leicht und... Jeder geht anders damit um. Ein anderer kriegt vielleicht ein Magengeschwür oder Herzinfarkt oder sonst was. Und bei mir ist es eben so in diese Angst ausgeartet. Was war denn das Schwierigste in deiner Biografie? Na, ich habe meine Kindheit im Bett verbracht. Ich hatte eine Wirbelsäulen-TBC. Ja. Und musste 3 Jahre im Gipsbett liegen. 3 Jahre im Gipsbett? Mhm. Wie alt warst du da? 6 Jahre. Oh. Und in den Zeiten? Ja. In den Zeiten. Das ist ja wahrscheinlich das Trauma schlechthin für dich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich denke, damit begann es eigentlich so, die Bereitschaft für diese Dinge. Das kann schon sein, dass das alles durcheinander gebracht hat damals. Die Angst, diesen tiefen seelischen Einschnitt, der damit verbunden war und so weiter. Ja. Also, liebe Elke, du suchst einen Menschen, der mit dir in deinem Haus, in einem sehr schönen schleswig-holsteinischen Dörfchen, vielleicht wohnt. Das Alter sollte so ungefähr sein wie deins? Möglichst, ja. Männlein oder Weiblein ist egal. Ja. Wenn du dir aussuchen könntest, lieber eine Frau? Kann ich so nicht. Es kommt auf die Chemie an, ne? Ob man miteinander kann oder ob man nicht miteinander kann. Wäre für dich sehr hilfreich und könnte für dich auch nochmal ein Neuanfang sein, vielleicht auch irgendwie nochmal eine Normalität zu finden. Ja. Ja. So, also. Das geht mir ungemein, also dieser Austausch. Das heißt nicht, dass dieser Mensch jetzt dauernd bei mir Händchen halten müsste oder so, auf keinen Fall. Hätte er denn in diesem Haus einen eigenen Wohnbereich, ging das? Natürlich, ja. So. Unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Wenn jemand mit Elke wohnen möchte, der jetzt zugehört hat, bitte mailen an domian@wdr.de oder ganz einfach schreiben an WDR Domian 50600 Köln. Kommt an. Und jetzt drücken wir dir die Daumen, Elke. Dankeschön. Dass da jemand kommt und sich jemand meldet. Ich weiß es ja nicht, aber wir können es ja hoffen zusammen. Ja. Alles Gute und schöne Weihnachten wünsche ich dir. Dankeschön, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Marina ist hier. Und wie alt ist Marina? Marina ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Jo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und was geht's bei dir, Marina? Ich habe seit circa 5 Monaten einen festen Freund. Mhm. Und habe aber in der Zwischenzeit auch schon öfters mit einer Frau gehabt. Wie, während dieser 5 Monate? Ja. Aha. Vorher nicht? Nein, noch nie. Aber genau jetzt, wo du deinen festen Freund hast, fängst du mit einer Frau an? Ja. Wie kommt das? Ich bin in einer Clique, wo viele Lesben sind, also und Bisexuelle und ich bin, glaube ich, eins von 2 Mädchen, die hetero sind. Mhm. Ja, und das hat mich vorher eigentlich nie irgendwie gestört oder so, aber seitdem ich halt mit meinem Freund zusammen bin, weiß ich nicht. Wie, also ich habe. Wie du sagst von dir aus, ich bin hetero?
Bin, aber dennoch hast du es mal gemacht, um es mal auszuprobieren, oder? Ja, nicht nur einmal, auch so schon zwei, dreimal. Ja, deswegen wundere ich mich mal. Gegen einmal ausprobieren ist ja nichts einzuwenden, wenn jemand heterosexuell ist. Aber es muss dir dann ja schon irgendwie ein bisschen Spaß machen, oder? Ja. Also ist das doch nicht so rein heterosexuell, oder? Nicht wirklich. Aber es ist eine reine Sexgeschichte. Du bist nicht verliebt in eine Frau. Nein, nein. Bist du denn verliebt in deinen Freund? Ja, eigentlich schon. Was heißt eigentlich? Eigentlich gibt's nicht bei der Liebe. Also, ich denke mal, wenn ich ihm so fremd gehe, muss ja irgendwas sein, dass es nicht ganz stimmt zwischen uns. In der Regel ist das eine kluge These, ja. Ja. Manchmal ist es aber einfach ein bisschen Blödheit, wenn man fremd geht, weil man vielleicht gar nicht das wertschätzt, was man hat und einfach so jeder kleinen Lust nachgeht, die in einem rumwabert. Auch eine Frage mangelnder Disziplin manchmal. Hm. Ja, so habe ich noch gar nicht gesagt. Kann man ja auch überlegen so. Ich meine, du probierst dich ja aus im Moment. Du hast es, ich gehe mal davon aus, dass du es deinem Freund nicht erzählt hast. Nein. Ja. Das, glaube ich, könnte ich auch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie er reagieren würde. Wenn ich dir jetzt sagen würde, pass mal auf, Marina, du hast einen Freund, den liebst du. Jetzt konzentriere dich gefälligst auf deinen Freund und verzichte auf diese Frauensex-Sessions, die du da hast. Könntest du damit mit umgehen und leben? Oder würdest du mir antworten, ich brauche das? Ich würde sagen, ich könnte damit leben, aber irgendwann mal wird es mir vielleicht dann doch wieder fehlen. Also macht es dir schon Spaß mit den Mädels? Ja. Macht es dir mit den Mädels gleich viel Spaß wie mit deinem Freund? Oder gar mehr Spaß? Nee, wenn dann gleich viel. Mhm. So, jetzt kann man das natürlich genau auf heterosexuelle Beziehungen auch herübertragen. Natürlich gäbe es ja auch viele Männer, mit denen du auch schön Sex haben könntest und es würde dir Spaß machen. Und dennoch macht man das nicht, wenn man in einer festen Beziehung ist. Ja. Also finde ich, dass man da auch keine Ausnahme machen kann mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Entweder entscheidest du dich für deinen Freund und lässt den Sex mit den Frauen sein. Mhm. Und wartest erstmal ab, wie sich alles entwickelt. Ich meine, du bist ja noch gar nicht lange mit ihm zusammen. Nee, eigentlich nicht. Das heißt, gib doch erstmal dieser Beziehung eine Chance. Und der beobachte dich ja mal in den nächsten Monaten, wie das so ist, ob du es vielleicht auch wirklich irgendwie runterfahren kannst, das Bedürfnis, oder ob es sehr stark wird. Aber wenn du jetzt einen Freund hast und du sagst, eigentlich, hast du gerade gesagt, liebe ich den schon, würde ich aber erstmal mich um den Freund kümmern. Ja, und das ist halt so, ungefähr 25 Kilometer von mir entfernt. Ja. Also wir sehen es halt nicht jeden Tag. Na gut, aber 25 ist ja nun Klacks. Ja, aber er ist halt am Wochenende ist immer noch ein bisschen noch weiter weg. Warum? Also er wohnt in Bielefeld. Ja. Und das ist ungefähr so 120 bis 150 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Und dort wohnt er halt am Wochenende. Er ist halt nur eine Woche hier. Ach so. Ja, und er kann halt nicht jedes Wochenende bei mir sein und dann ist schon ein bisschen scheiße. Trotzdem. Das empfinde ich. Auch es gibt genügend Wochenendbeziehungen oder auch Beziehungen auf Distanz, wo es funktioniert. Das sollte kein Grund sein zu sagen, ich muss dann auch ab und zu mal fremd gehen. Ja, nee. Ne? Eine Frage nochmal zu deiner Clique. Du sagst, das sind ziemlich viele Lesben und bisexuelle Leute in der. Kann das auch sein, dass das so ein bisschen Gruppendruck ist, nach dem Motto, ich muss dir. Habe ich auch am Anfang gedacht, aber das ist da eigentlich ganz anders. Die haben immer zu mir gesagt, von wegen, du bist hetero, du bleibst hetero und das wird auch immer so sein. Das habe ich auch immer bestätigt, aber von mir aus kam es irgendwann mal. Ja. Und ja. Ja gut, auch wenn es von dir aus kam, kann das ja letztendlich auch eine Folge von so einem indirekten Druck schon sein. Ja. Aber ist das müßig, darüber zu diskutieren? Ich finde, wichtig ist, dass du eine Entscheidung für dich fällst. Was will ich? Wohin, mit wem möchte ich leben? Ja. Und erstmal würde ich sagen, gib deiner Beziehung eine Chance. Und wenn das nicht funktioniert, wenn du unzufrieden bist, die Sexualität mit deinem Freund, ist die für dich denn auch schön? Bist du zufrieden damit? Ja. Ja. So, jetzt werden die Mädels erstmal außen vor gehalten. Mhm. Kein Sex mit Mädels, überhaupt kein Sex mit irgendjemand anderem, sondern kümmere dich um deinen Freund. Ja. Ja? Mhm. Meine Liebe, Marina, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen Nacht heißt Badezimmer. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über den Ort Badezimmer. Was alles schon in einem Badezimmer in eurem Leben passiert ist. An ungewöhnlichen Dingen,
an traurigen Sachen, an lustigen Sachen, an frivolen Sachen vielleicht auch. Tatort, Aktionsort, Badezimmer. Was habt ihr in einem Badezimmer schon erlebt? Das kann was Schönes sein, es kann auch was Schreckliches sein, was Trauriges oder was Lustiges. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne euch schon anmelden wollt zur Sendung morgen, dann mailt uns unter domian@wdr.de. Thema Badezimmer. Jetzt begrüße ich ganz herzlich eine Frau, die heißt Cynthia. Stimmt das? Ja, hallo. Also ich habe ein bisschen gezögert, weil ich das so geschrieben noch nicht gesehen hatte. Also Cynthia. Cynthia, ja. Hallo. Ja, hallo, hallo. Du bist 28? Ja, ich bin 28. Ja. Ja. Was geht's, Cynthia? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin dick und jedes Mal, wenn ich rausgehe, dann schauen die Leute immer so an, als ob ich eine Fressmaschine bin. Oh. Und, wie groß und wie dick bist du? Also ich bin 1,60 groß. 1,60, ja. Und wiege 120 Kilo. Ja. Ist ja, schon ganz ordentlich, viel, ne? Ja, ist schon sehr viel. Das stört mich ja auch. Ich sage ja jetzt nicht, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Also war das denn immer schon so, oder? Nein. Das ist nach der Geburt meines Sohnes. Und vielmehr in der Schwangerschaft habe ich viel zugenommen. Wie viel hast du denn zugelegt? Da hatte ich 11 Kilo zugenommen. Naja, geht ja noch. Ja, nur dann weiter durch, nach dem Leben, also ich sag jetzt mal nach der Beziehung, bin ich dann im Frauenhaus gelandet. Ach so, und problematische Beziehung. Ja, sehr. Und da will ich jetzt auch gar nicht so drauf Nee, ich frag nur nochmal, um mir so ein Bild zu machen, wie viel hast du denn früher gewogen? Gehen wir mal 5, 6 Jahre zurück. Ja, das hat immer so geschwanken. Also ich habe die Waage immer 60 gehalten. Ja, das ist natürlich dann dein... Das war an sich mein Ideal. Das ist natürlich krass, dann hat sich das jetzt verdoppelt, ne? Auf jeden Fall, ja. Bist du im Moment auch alleinerziehende Mutter? Ich bin alleinerziehende Mutter. Also nimmst du immer noch mehr zu oder hat sich das jetzt bei 120 Kilo eingependelt? Nein. Also ich habe durch Medikamente nehme ich weiterhin zu. Das heißt, natürlich nicht so, ich sag jetzt mal 5 oder 6 Kilo, aber das geht dann immer mehr und immer mehr an Kilo, also ein Kilo. Was sind denn das für Medikamente? Bist du erkrankt auch? Das ist so, durch den ganzen Gewicht habe ich Rückenverschleiß und die Wirbelsäule, also zwei Knochen von der Wirbelsäule sind dermaßen jetzt schon so jetzt schon verfressen. Mit 28 schon? Ja, mit 28. Das heißt, dafür bekommst du Medikamente, um das Spritzen, ja. Ja, und die haben so eine Nebenwirkung, eigentlich ist es absurd, ne? Dann die Nebenwirkung ist, dass du noch mehr zunimmst. Ja, richtig. Und die Wirbelsäule noch mehr belastet wird. Richtig. Hm. Also ist es ein Teufelskreis, in dem du dich da befindest. Genau. Und was hast du denn schon unternommen, um runterzukommen? Oh, alles. Alle Diäten. Ich war sämtliche Ärzte, also ich weiß gar nicht, wie viele Ärzte ich jetzt schon durch hatte. Mhm. Und jedes Mal haben die mir dann Diäten verschrieben, Medikamente verschrieben. Ich habe dann auch auf einige, ich habe dann von mir selber dann auch her Diätplan gemacht und so weiter. Wie weit hast du es denn mal geschafft? Wie viel Kilo bist du denn runtergekommen? Ja, mein Erfolg im Ganzen, glaube ich, ein Kilo. Ein Kilo? Ja. Wie weil viel? Es klappte irgendwie alles dann nicht. Ein Kilo ist ein bisschen sehr wenig. Ja, würde ich sagen. 10 Kilo, das wäre schon mal ganz gut. 10 Kilo ist noch wenig, also noch zu wenig. Ja, gut, aber das wäre schon mal ein Erfolg, wenn du schon mal 10 runterhältst. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Ja. Und du leidest ja darunter, die Leute gucken dich an, du fühlst dich hässlich. Auf jeden Fall. Magst dich gar nicht im Spiegel nackt angucken wahrscheinlich. Oh Gott, ja genau. Ne? Und hast auch wahrscheinlich auch Hemmungen auf Männer zuzugehen, oder? Unter anderem, ja. Oder hast du einen Freund im Moment wieder? Nein. Ich bin jetzt schon seit 8 Jahre so ungefähr. So genau habe ich es jetzt auch Ach, nicht so mehr. Lange so. Schon. Wie alt ist dein Kind denn dann? Er ist 8. Dann ist es so lange her, ne? Da war das die. Ja. Das heißt, der Vater des Kindes war dein letzter Partner. Richtig, ja. Mein erster und letzter. Und bisher. Letzter Partner. Und, aber hoffentlich nur vorübergehend der letzte. Das heißt, es muss jetzt was geschehen. Ne? Ja, ich hoffe. Was machst du? Bist du berufstätig? Ich war berufstätig und nach der Schwangerschaft habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Ja. Und jetzt
ist das so, ich bewerbe mich überall, aber dann heißt das immer wieder, ja, ja, sie passen doch nicht so in den Bild. Also am Telefon höre ich mich immer, wer weiß wie. Ja, ja. Und das, ja, und das formulieren die dann ganz freundlich, sie passen vielleicht nicht in unser Team. Im Klartext heißt das, sie sind zu fett, ne? Ja. Das meinen die Leute damit, ne? Ja. Aber genau. Es ist ja eben nicht nur ein Urteil oder Vorurteil von außen, sondern du selbst fühlst dich auch nicht wohl und du erkrankst auch schon. Also es muss was runter. Es muss geschehen, ja. Heftig was runter, ne? Auf jeden nicht Fall. Nicht nur 10 Kilo, sondern am liebsten 30 Kilo. Ja, oder 40 wäre noch besser. Noch mehr. Ich möchte genau wieder 60 Kilo wiegen. Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich natürlich keine Diätberatung. Nein, das weiß ich, ja. Warst du denn schon, ich finde ja immer, was ich so höre von Frauen, wenn man eine gute, was heißt von Frauen, auch von Männern, die für eine gewisse Zeit in eine gute Klinik gehen zum Abspecken. Mhm. Und hast du schon mal sowas erwogen? Ich bin also soweit jetzt schon, dass ich eine Mutter-Kind-Kur beantragt habe. Ja. Nur ist das ja so, ich bin ja nicht hier auf dieser Welt alleine. Mhm. Und nicht alleine dick, sagen wir mal so, auf dieser Welt, sondern es gibt ja auch mehrere Leute, die diese Probleme haben. Das heißt, du hast eine Wartezeit. Ich bin auf einer Warteliste, nur na gut, aber das hast du schon. Ich mag das nicht mehr, ich will einfach nicht mehr, ich will einfach nur abnehmen und sag ich dir mal was. Was wir dünnen und ranken, schlanken Menschen immer so ganz frech denken, ne? Ja. Wenn die Dicken jammern, dann sagen wir Dünnen immer, du lieber Gott, ja, dann ess doch einfach weniger. Ja, das tue ich doch schon. Ich verzichte schon auf so vieles. Das tust du? Ja. Also kein Süßes, kein Fastfood, kein Fett? Nein, gar nicht. Also ich vermeide schon Fastfood-Ketten, will ich jetzt gar nicht sagen, diesen Namen, um keine Werbung zu machen. Die vermeide ich auf jeden Fall. Ja. Nur wenn jetzt mein Sohn sagt, oh, du Mama, ich würde doch mal gerne so eine Tüte haben, dann kaufe ich ihm das. Und aber ich muss sofort schnell raus da. Ne? Ja, okay, aber wenn du das denn schaffst, ist das ja schon mal ganz gut. Aber wie erklärst du dir deine Zunahme ausschließlich durch die Medikamente oder schlägst du doch ab und zu gerne mal über die Stränge mit irgendwas? Ja, also ich würde dazu sagen, ich verzichte schon auf so vieles und ich glaube nicht mehr, dass es irgendwas an dem Essen liegt. Mhm. Ich glaube eher, das liegt mehr an den Medikamente. Verstehe. Umso wichtiger wäre es ja, das unter ärztlicher Aufsicht in einer Klinik zu machen. Ne? Ja, also der Arzt hat das ja auch schon erwähnt, sagt er so zu mir, sagte gute Frau, Sie müssen jetzt nicht mehr an die Medikamente irgendwie sich festhalten, sondern auch was tun. Mhm. Und so schnell wie möglich müssten Sie dahin. Ja. Und wie lange ist denn jetzt die Wartezeit? Du hast dich angemeldet? Wie lange dauert das? Ja, also das ist ja sehr schwer zu sagen. Die haben gesagt gehabt, dass es nächstes Jahr im Sommer anfängt. Oh, viel zu spät. Ja, und ich warte und warte und warte und ich kann nicht mehr. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ja. Ich bin da jetzt auch überfragt, was man da vielleicht irgendwie ein bisschen schneller drehen und regeln kann. Ja. Aber du weißt ja, dass ich immer Fachmenschen hier im Hintergrund bei mir habe. Ja, das weiß ich. Ja. Und das ist auch sehr schön. Ja, so ist es heute der Peter, mein Psychologe. Und ich schlage vor, dass du mit dem jetzt mal weiter berätst, was man da tun kann. Ja. Was ich auch gut finde, ist, dass du entschieden bist und willens bist, was zu tun. Ja. Das ist ja immer die größte Voraussetzung. Und dann irgendwie wird es auch klappen, bin ich ganz sicher. Wenn man will, dann schafft man das. Ja, ich denke mir mal, wenn es vom Kopf her auch geht, dann ist das ja auch ein gutes Zeichen. Genau. Aber es gibt Menschen, die sagen, ach warum, ich fühle mich doch so wohl. Ja, gut, das ist gelogen, ja. Ehrlich. Also in deinem Fall ist es definitiv nicht so. Nee. Cynthia, jetzt legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja, wunderbar. Alles Gute und viel Erfolg wünsche ich. Ja, das wünsche ich dir auch und frohe Weihnachten. Danke, ne? Dir auch. Guten Rutsch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Komisch, ne? Jetzt schon guten Rutsch zu sagen, aber es ist ja wirklich gar nicht mehr lange hin. Nächste Woche ist Heiligabend. Diese Woche ist unsere letzte Sendewoche vor Weihnachten. Also kann man sich das auch guten Gewissens schon wünschen. Katrin, 20 Jahre alt. Hallo Katrin. Ja, hallo. Ich grüße dich. Was geht's bei dir? Ja, also ich sag mal, das Grundproblem, was mich momentan beschäftigt, ist, dass ich zwischen zwei Männern stehe. Oh je, oh je, oh je. Oh je, ja. Fusseln wir mal ein bisschen auf. Wie lange bist du mit jedem der Männer zusammen schon?
Also momentan bin ich mit keinem dabei. Ach so, ich dachte, du hättest so eine Parallelbeziehung. Nein, also ja, momentan... Erzähl mal ein bisschen von der Situation. Ja, also mit dem Ex, mit dem richtigen Ex, sage ich mal, das ging 2,5 Jahre. Ja. War auch meine große Liebe oder ist immer noch meine große Liebe. Ja. Und das ging aber alles nicht mehr. Also das habe ich schon länger gemerkt, das war irgendwie schon seit einem Jahr alles nicht mehr das Wahre. Dann habt ihr euch getrennt. Dann habe ich den Nächsten kennengelernt, ja, und habe mich dann mehr oder weniger, hat er mir dann so den Anstoß gegeben, dass ich mich dann trenne. Ja. Mhm. Weil ich mich dann auch verliebt habe, sage ich mal so. Mhm. Mit dem hat das aber auch, sage ich mal, nur 1,5 Monate gehalten. Ach so. Weil das passte auch irgendwie nicht. Ja. Somit habe ich mich von dem auch wieder getrennt. Ja. Wann hast du dich wann hast du dich von dem getrennt? Wann waren die 1,5 Monate um? Das ist jetzt ungefähr 2 Monate her. Ah ja, okay. Mhm. Und jetzt bin ich, wie gesagt, von beiden getrennt und jetzt fängt das bei beiden irgendwie wieder an, dass die mir hinterherlaufen. Ach, die wollen? Also die wollen auf jeden Fall. Besonders mein Ex, mit dem ich lange zusammen war, ja, der hat halt jetzt nach der Trennung versucht, sich zu ändern oder er hat sich geändert, ich weiß es nicht, und ist charmant geworden, wie er es wirklich in den ersten Tagen war. Sag mal, und, diese Trennung ist von wem ausgegangen? Von mir aus. Von dir. Mit, wenn beide Male. Ja, wenn du mir so die als Schlagwort, als Schlagzeile die nennen solltest, was war der Hauptgrund der Trennung? Ja, also bei meinem langjährigen Freund war das eigentlich, ja, so das ganze Problem, das war sowieso eine merkwürdige Beziehung, weil ich sag mal, die beiden Männer sind beide wesentlich älter als ich. Wie viel älter? Sie sind beide Mitte 30, naja. Ich bin 20. Ja, gut. Hm. Ja. Und mein langjähriger Ex, der war halt verheiratet oder ist er immer noch. Ja. Und somit gab es da halt immer nur Schwierigkeiten. Er wollte sich immer trennen, das hat er nie gemacht. Ach so, ist er denn heute getrennt von der Frau? Er ist immer noch nicht getrennt. Immer noch nicht getrennt. Nein, aber er hat halt wieder wesentlich mehr Zeit für mich, als er früher hatte. Also er hat auch irgendwie, es lief sexuell auch zwischen nichts mehr zwischen uns. Mhm. Also schon 8 Monate nicht mehr, wo wir zusammen waren. Ja. Also ich verstehe, wenn jemand da in einer Ehe hängt, ist das natürlich immer problematisch und man fühlt sich da irgendwann auch als 5. Rad im Wagen. So, jetzt die neue Beziehung, die 1,5 Monate gedauert hat. Ja. Weswegen hast du da Schluss gemacht? Weil der Typ sich irgendwie, ich kann das nicht direkt beschreiben, ich hatte das Gefühl, dass er nicht ganz normal ist. Oh. Er ist wirklich, ich sag mal, als wenn er irgendwie schizophren wäre oder sowas, er ist manchmal wirklich total umgesprungen. Dass er plötzlich von ganz freundlich und ganz lieb plötzlich mega aggressiv wurde. Und so aggressiv, dass er dich bedroht hat auch? Oder? Ja, er hat sowas ein, zwei Mal erwähnt, aber er meint, das würde ich alles übertreiben. Ja. Und das ist halt auch in einer Nacht, ist das ziemlich eskaliert. Da hat er sich wirklich ziemlich betrunken und da habe ich ihn dann aus einer Kneipe rausgeholt und hat er hinterher noch hier bei mir rumrandaliert und hat mich auch als aufs Schlimmste beleidigt und was nicht alles. So. Ja. Jetzt steht die Katrin, unsere Katrin da. Ja. Sie hat 2 Männer in ihrer Vergangenheit, die schon in der Vergangenheit abgebucht sind. Das Problem ist, dass ich jetzt immer zwischen den beiden sozusagen hin und her springe. Aber im Moment läuft nichts, ne, mit keinem von beiden. Doch, es läuft was. Ach, es läuft was? Ach so. Ja, das ist, mit also wem? Ich bin es mit läuft keinem von beiden zusammen. Aber es läuft mit jedem was. Ja, also mit meinem jährigen Ex lief jetzt schon seit einiger Zeit wieder ein bisschen was. Ja. Eher freundschaftlicher Kontakt. Ja. Und dann haben wir auch wieder sexuellen Kontakt gehabt. Ja. Dass wir während unserer Beziehung gar nicht mehr hatten. Ja. Und mit dem anderen auch Sex? Ja, mit dem ist das jetzt letzte Woche passiert. Okay. Und so geht's natürlich nicht, so geht's nicht weiter. Nee. Insofern war das eine kluge Entscheidung, hier anzurufen, dass wir beide mal drüber beraten, was man da tun kann. Wissen denn die Männer voneinander, dass... Nein, das wissen sie nicht. Das ist natürlich, ich meine, gut, das ist alles jetzt relativ frisch und insofern kannst du noch schnell handeln. Ich würde auch sagen, dass du wirklich sehr schnell handeln musst, weil du sonst zu sehr in einen Konflikt gerätst und auch ein schlechtes Gewissen bekommst. Die Frage ist jetzt natürlich, wohin schlägt dein Herz? Wohin schlägt es? Ja, da kommen wir eigentlich zum zweiten Grundproblem noch. Mhm. Und zwar weiß ich eigentlich ganz genau, dass keiner der beiden Männer für mich der Richtige ist. Das ist ein Satz. Und das ist eigentlich das nicht das... Das ist ein guter Satz. Das ist eigentlich auch nicht das erste Mal, wie ich das in meinem Leben mache. Ja. Und außer diesen beiden Männern gibt es da mindestens noch 3 andere, die auch um mich werben. Ja. Mit denen ich jetzt aber keine Beziehung führe, aber momentan springe ich da echt ständig hin und her. Warum, wenn du so... Ich meine, das ist natürlich eine Aussage. Du sagst, im Prinzip sind diese beiden Männer nichts für mein Leben.
Wenn ich immer nur das, zu... Das weiß ich tief in mir drin. Das weißt weiß du. Irgendwie. Das ist ja eine dolle Aussage, letztendlich. Ja. Warum weißt du das so klar? Das sagt mir mein Gefühl. Das sagt dir dein Gefühl. Ich sag mal, mit dem einen hat es 2,5 Jahre nicht geklappt. Warum sollte sich da irgendetwas ändern? Mhm. Ja, und mit dem anderen, da hatte ich eigentlich von Anfang an irgendwo so ein leichtes Angstgefühl auch und so ein negatives Gefühl. So, jetzt frage ich mich natürlich, warum, wenn du das für dich so klar siehst, warum hast du überhaupt denn noch wieder jetzt neu die Kontakte aufgebaut? Ja, ich sehe das immer so, also ich habe ziemliche Angst, alleine zu sein. Mhm. Und immer ein schlechter Grund, in einen Kontakt zu gehen, nur deshalb, ne? Ja, das ist nicht nur der Grund, aber ich habe das eigentlich immer so gemacht, ich sag mal, seitdem ich Beziehungen führe, dass ich halt immer irgendwie mehrgleisig gefahren bin oder mir irgendwie immer noch welche warm gehalten habe. Ist nicht gut. Nee, also halt nicht, dass ich unbedingt mit denen geschlafen habe, sondern immer wieder nochmal treffen und so an der Leine halten quasi. Mhm. Das ist so ein bisschen, bisschen strategisches Vorgehen, ne? Ja, das ist immer in dem Fall, dass dann einer abspringt, irgendwie noch jemand da ist. Mhm. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich weiß. Ja, und ich glaube, du auch nicht. Nee. Letztendlich wirst du es auch nicht gut finden. Ich finde, in diesem Fall, in deinem Fall, Katrin, solltest du jetzt wirklich die ganz, ganz klar die Bremse ziehen und diesen neu entstandenen Kontakt zu den beiden Männern richtig abbrechen. Regelrecht abbrechen. Also zumindest den sexuellen Kontakt. Am besten den ganzen Kontakt. Um dich auch frei zu machen für neue Sachen und guck nach vorne. Wenn du mir so klar sagst, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass diese Männer nichts für meine Zukunft sind, dann ist das für mich die Lösung überhaupt und die Hauptaussage dieses Gespräches. Da gibt es dann auch gar keinen... Irgendwo träumt man ja immer auch, ne? Also irgendwo denkt man ja manchmal, ja, vielleicht könnte das doch und vielleicht könnte das nicht. Und dann gibt es wieder die Tage, wo ich sage, ja, das kann ja alles gar nicht und das wird auch nicht klappen. Ich glaube, das kam gerade so von Herzen, was du gesagt hast, dass du letztendlich davon realistisch nicht mehr träumst. Das ist eine Vergangenheit. Du hast es ja selbst gut analysiert, auch dass du irgendwie ein bisschen immer die Eisen im Feuer halten willst, aus Angst vor Alleinsein und vielleicht auch aus Unsicherheit. Aber du bist ja erst, wie alt bist du? 20, ne? Ja. So, da kannst du dich ja jetzt auch mal trainieren, einfach mal andere Verhaltensweisen auszuprobieren. Das kann man mit 20 noch viel besser als mit 40 oder so. Oder mit 30. Mhm. Wenn du dich jetzt schon so durchschaut hast, geh einfach mal gegen dieses Verhalten vor. Eben, immer ein bisschen was im Feuer zu behalten, immer noch ein bisschen strategisch und taktisch zu denken. Mach mal Tabula Rasa, mach mal freies Feld. Und geh einfach neu nach vorne und lass dich auf neue Sachen ein. Und vergiss die alten Beziehungen. Ich glaube, dass die dich bremsen in deinem Leben. Ja, irgendwo schon. Ja, das glaube ich. Wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich irgendjemand Neues kennenlerne, dann bin ich halt auch immer an Vergleichen wieder, ne? Ja. Mit den alten Geschichten und weiß ich auch. Ja, und dann denkst du vielleicht, okay, ich versuche das mal ein bisschen und wenn das nicht so richtig ist, dann kann ich ja wieder auf den zurückgreifen, ne? Und so titscht das hin und her. Ja, das mache ich auch. Also ich fange auch immer wieder mit irgendwelchen Männern was an, mit denen ich wirklich vor 1, 2 oder 3 Jahren mal irgendwann mal was hatte oder so. Das ist Also, ich sage, klarer Schnitt und klare Trennung jetzt zur Vergangenheit. Brich den Kontakt zu den beiden Männern ab und guck nach vorne. Mhm. Mein klarer, eindeutiger Rat, Katrin. Dankeschön. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, E-Mail, Adresse, domian@wdr.de und unser Thema morgen Nacht heißt Badezimmer. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr in dem Raum Badezimmer schon alles Schöne, Schreckliches, Schrilles, Lustiges, Verrücktes, Grauenhaftes oder was weiß ich erlebt habt. Badezimmer, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch schon anmelden möchtet für diese Sendung, dann mailt unter domian@wdr.de. Volkan ist hier. Hallo Volkan. 27, ne, bist du? 27, ja. Ja. Ich habe ein kleines Problem. So. Ich bin seit 3 Jahren mit einer Freundin zusammen. Ja. Die ist verheiratet, hat 4 Kinder. Oh. Und das 5. Kind unterwegs. Mhm. Aber nicht von mir, es ist immer noch von ihrem Mann. Ja. Wie lange ist sie verheiratet? 13 Jahre. 13 Jahre, wie alt ist sie? 31. Ja. Mhm. Und sie hat mich, wie gesagt, sie hat mich vor einem halben Jahr in einer Kneipe angesprochen. In der Kneipe? Ja. Hat mich so angesprochen, hin und her. Ich dachte mir auch, ja, so ein bisschen Wochenende, ein bisschen kleine Affäre so zwischendurch mal. Ja. Aber dadurch hat sich doch ein bisschen mehr ergeben so. Mhm. Und jetzt ist es immer schon so weit, dass wir immer gegenseitig sagen, wir lieben dich, ich liebe dich. Sie sagt zu mir, ich sag zu ihr. Wir sehen uns jeden Tag.
Aber das ist doch schwierig, wenn sie vier Kinder hat. Vier Kinder, ja. Dann ist das doch für sie sehr schwer zu organisieren, dass sie dann raus kann aus der Familie, um dich zu besuchen. Oder wie macht ihr das? Wo trefft ihr euch? Bei mir zu Hause. Also ja? Ich bin umgezogen wegen ihr, weil ich habe erst mit in der Stadt gewohnt, dann bin ich eingezogen, wo ihre beste Freundin wohnt. Mhm. Dann sagt so schnell, obwohl ihr erst ein halbes Jahr zusammen seid, schon ja, umgezogen? Ich bin umgezogen extra, um sie öfter zu sehen. Ah ja. Mhm. Ich wohne jetzt über ihre Freundin und sagt mal zu ihrem Mann, ja, ich gehe zu meiner Freundin, ich bin da und da. Sehr geschickt. Sehr geschickt. Ja. Und die Freundin ist eingeweiht? Ja, ja, klar, die weiß Bescheid. Und ja, Mann ist Alkoholiker. Ja. Der trinkt ab und zu mal und so. Sie hat mir vor ein paar Wochen mal gesagt, ja, sie hat wieder getrunken, ich schmeiß nach Weihnachten raus, aber bis Weihnachten warte ich noch. Mhm. Und dadurch mache ich mir natürlich Hoffnung, das ist klar. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, ich will auch mit dir zusammen sein, ich will auch mit dir zusammen ziehen und sowas, ich will, dass du zu uns hinkommst und sowas. Ja. Und all meine Freunde, ich muss dazu sagen, ich bin kein Deutscher, ich bin Türke und bei uns ist das ja irgendwie auch anders so, ne? Dass eine Frau, die schon verheiratet war und Kinder und so weiter, aber Familie ist auch etwas dagegen. Mhm. Und auch meine Kumpels sagen, ja, Junge, du kannst auch andere Wahl haben, was ist los? Und, aber ich weiß nicht, ich habe. Du hast dich verliebt halt. Ja, und ich weiß jetzt nicht weiter, was ich mache. Ich weiß selber genau, dass es bestimmt keine Frau ist, wo ich mit alt werden kann. Mhm. Nur ich komme da irgendwie nicht von weg. Ich weiß nicht. Also, liebst du sie? Du liebst sie wirklich? Ich liebe sie, ja. Du liebst sie? Du hast den Eindruck, dass sie dich auch liebt? Ja. Ja, und wenn ihr zusammen seid, ist es toll? Es ist einfach super. Ja. Also was habe ich auch noch nie gehabt. Also, jetzt sag mir mal, erklär mir mal, diese Ehe ist nicht in Ordnung, die beiden führen. Ist die schon lange nicht in Ordnung? Sie hat, ich weiß auch, sie hat vor mir... hatte sie schon mal so eine Affäre, auch 5 Monate, 6 Monate. Mhm. Das ist ein Kollege, aber da war ich selber noch ein bisschen jünger, also das war da vor mir noch. Also muss es, also kann es nicht so okay sein. So. Redet sie nicht darüber, dass sie schon vielleicht sehr lange unzufrieden ist in der Beziehung? Doch klar, sie sagt, ja, der schreibt mich immer an, wir haben Streit zu Hause, der trinkt und kommt mit den Kindern nicht so richtig klar und so. So, weißt du, warum ich das so genauso frage? Dann ist es mir unbegreiflich, dass diese Frau dann nochmal zum 5. Mal schwanger geworden ist von dem Mann. Genau, das habe ich zu ihr auch gesagt. Ja. Sie wollte auch erst abtreiben und so weiter. Mhm. Da hat sie mich auch gefragt, was ich davon halten will, wenn sie abtreiben wird. Da habe ich gesagt, ist so, das ist in meinen Augen ein Geschenk Gottes. Das macht man mal so nicht, aber es muss jeder selber entscheiden. Aber wir können ja auch verhüten, ne? Also es muss ja nicht bis zur Abtreibung kommen. Ja klar, aber und was das Problem ist, sie sagt zu mir, seit 4, 5 Monaten hätte sie nichts mehr mit dem Kerl gemacht, also mit ihrem Mann was gehabt. Na gut, aber die Ehe ist ja schon, deswegen fragte ich das gerade, offensichtlich schon sehr lange irgendwie auf der Kippe und dann hat sie schon 4 Kinder, was ja schon sehr viel ist. Ja. Und dann wird sie in einer so schlechten Ehe, Mann ist Alkoholiker und Unglück und weiß ich, und dann nochmal schwanger, verstehe ich die Frau nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich verstehe es ja auch nicht, das ist ja so. Und jetzt hat sie mich auch damit reingezogen irgendwie und So, jetzt ist natürlich die Volker, die Frage, nehmen wir mal an, sie will wirklich ernst machen und sie verlässt den Mann. Ja. Wann, das 5. Kind ist unterwegs, wann ist das Kind da? Im April. Im April. Mhm. So. Möchtest du denn in so eine große Familie dann einziehen und quasi Vater von 5 Kindern sein? Schlagartig? Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Und da hat sie mir gesagt, wie ich mir das vorstellen würde, habe ich gesagt, ja, so und so und so, ich würde arbeiten gehen und das und das und das. Mhm. Dann hat sie mir erzählt, ich werde eingesperrt, so gesehen. Also ich werde nichts mehr mit Kumpels rausgehen und so weiter. Ich müsste Verantwortung tragen für die Familie. Da habe ich gesagt, warum soll ich für irgendwas Verantwortung tragen, was ich nicht gemacht habe? Also das ist ja dann... Wie eingesperrt? Man ist doch nicht eingesperrt, wenn man Vater von ein paar Kindern ist. Ja, das heißt dann, ich darf die Wochenende nicht mehr rausgehen und so weiter. Also sie meinte, dass die Freiheiten eben nicht so sind wie jetzt im Moment, ja, sondern dass du da halt auch ein bisschen ackern und rackern musst und Verantwortung trägst und dich um die Kinder kümmern solltest. Ja, genau. Mhm. Und da habe ich gesagt, warum soll ich für irgendwas Verantwortung tragen, für was ich nichts gemacht habe? Also das ist ja nicht dann, sind nicht meine Kinder. Und da habe ich gesagt, ist so, wenn du noch ein Kind von mir haben würdest oder wollt, ist ja was anderes. Dann meinte sie, ja, dann wäre ich zu alt, also sie wäre dann zu alt und hin und her und deswegen, das würde dann nicht klappen und besser wäre es kein Kind, aber ich soll dann Verantwortung tragen auch für die Kinder. Kennst du die Kinder? Ich kenne nur die Kleinste. Also die Kleinste, die bringt sie immer mit, weil die kann doch nicht so gut. Wie alt sind die Kinder? Von bis? Von 13 Jahren. Ja. Bis, von 12 Jahren bis, 18 Monate. 18 Monate. Die 18 Monate alt, die kenne ich. Also die ist immer auch jeden Tag bei mir. Weißt du, klingt mir sehr, also ich habe kein gutes Gefühl bei dem, was du erzählst. Okay.
Ich habe kein gutes Gefühl deshalb, weil wenn sie schon so anfängt und sagt, nee, pass mal auf, dann ist hier nichts mehr mit groß Freiheit und so, dann hast du Verantwortung zu tragen und dann bleibst du hier. Damit hat sie auch recht, aber so sagt man das ja vielleicht gar nicht. Und du erwiderst dann schon gleich direkt drauf, nö, ich habe ja damit nichts zu tun, das sind ja nicht meine Kinder. Wenn man schon so mit so einer Haltung von beiden Seiten in so ein kompliziertes Ding reinginge, so eine Beziehung mit fünf fremden, mehr oder weniger fremden Kindern, finde ich ein hochheikles Unternehmen und würde mir das 100-mal überlegen, ob das wirklich das Richtige ist, was du dir da ausgeguckt hast. Was für einen Tipp würdest du mir, oder was für einen Rat würdest du mir denn geben? Was sollte ich machen? Also jetzt von heute auf morgen Schluss sagen? Ich weiß es ja nicht. Du hast ja gerade mal wieder gesagt, das ist so toll, dass du die Frau sehr liebst. Mhm. Aber die Frau ist ja nun mal eben nicht alleine. Die Frau, zu der Frau gehören 4 Kinder. Ja. Und damit musst du dich 100%ig identifizieren. Ja, finde ich, 100%ig. Ja. Das ist, du hast bisher alleine gelebt wahrscheinlich, ne? Ja, ich wohne immer noch alleine. Du wohnst immer alleine. Da ist natürlich dein Hammer, von heute auf morgen dann in eine Großfamilie da einzuziehen. Und dann ist auch gerade noch ein frisches Kind da. Mhm. Wenn du dieses nicht wirklich 100%ig und mit großer Freude und Überzeugung machst, dann lass die Finger davon und lass dich gar nicht weiter drauf ein. Weil dann gibt es nur Komplikationen. Ja, ist klar, aber im Moment hast du natürlich so einen Sonderstatus. Du kriegst davon gar nicht viel mit. Sie kommt da in deine Wohnung, wo die Freundin ist. Du kriegst vielleicht nur mal das ganz kleine Kind mit, aber sonst nicht weiter viel von ihrem Alltag. Ja. Und der Alltag ist knüppelhart in so einer großen Familie. Ja, das glaube ich auch. Der ist knüppelhart. Das sagt sie mir auch, weil das war stressig und so und so und so. Ja, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich damit, also alle meine Kumpels sagen, meine Familie sagt auch so, komm, lass die Frau sausen und diesen, aber ich weiß nicht, ich habe einen Dickkopf und wenn ich was haben will, das ist bei mir immer so, dann will ich das auch unbedingt haben. Aber gut, ich würde dir jetzt auch zureden, wenn ich das Gefühl hätte, du stehst 100%ig auch auf diese Kinder und zu diesen Kindern. Mhm. Ja. Und dass du auch richtig sagst, okay, das ist mir egal, ich hab da Bock drauf, ich will jetzt auf einen, ich finde das super, ich will 5 Kinder haben und kümmere mich darum und dann habe ich halt weniger Freiheit und Freizeit. Aber das hast du gerade alles nicht gesagt. Ja, das stimmt, das ist auch so, weil ich wurde auch noch nie so richtig mit den Kindern so vorgestellt oder ich habe gesagt, komm, zeig mir mal, wie der Älteste Fußball spielt oder sowas. Mhm. Auch davor tut sie irgendwie ein bisschen Angst vor. So, jetzt pass auf, jetzt können wir auch Mittelweg gehen. Ja, du musst ja, es muss ja nicht gleich in dem Moment, wo sie sich von ihrem Typ trennt, mit dem sie unglücklich ist, musst du ja nicht sofort in das Nest da einziehen. Ja, das hat sie auch, ne? Das muss jetzt alles langsam angehen. Jetzt könnte man einfach mal sagen, okay, du liebst die Frau, das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis, das glaube ich dir auch. Jetzt soll die erstmal ihr Leben in Ordnung bringen, das heißt, die trennt sich von ihrem Mann, mit dem sie offensichtlich unglücklich ist. Mhm. Und dann näherst du dich einfach mal ein bisschen diesem Leben an, aber zieh bitte nicht sofort zu ihr. Guck dir das mal an, besuch sie oft. Guck mal, was für ein Draht du zu den Kindern bekommst. Das ist für die Kinder, für die Eltern ja auch schwierig, wenn dann plötzlich ein neuer Typ auftaucht. Ja, klar. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ist das was für mich oder gehe ich so richtig da in eine Beziehung rein oder heirate ich sie gar? Guck mal, ich habe noch eine kleine Frage. Ja. Gestern Abend zum Beispiel. Ich habe gestern Abend zu ihr gesagt, komm, bleib doch noch ein bisschen, eine halbe Stunde wenigstens. Da hat sie gesagt, ja, was soll ich denn mal meinem Mann sagen? Mhm. Ich hab keinen Bock drauf, dass abends wieder Stress ist, hat sie zu mir gesagt. Mhm. Da habe ich zu ihr gesagt, komm, ist doch egal. Die so, nee, ich will keinen Stress. Mhm. Aber so hört sich in meinen Augen keine Frau an, die sich von dem Kerl sowieso trennen will. Mhm. Oder? Wenn die sagt, ja, ich habe keine Lust auf Stress zu Hause. Mhm. Weiß nicht, so hört sich in meinen Augen keine Frau an, die so ihren Kerl an der Luft setzen will. Ah, du bist also auch noch misstrauisch, ob sie es überhaupt macht. Ja, klar. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, und das ist auch noch so ein kleines Problem, weil sie sagt zu mir, du vertraust mir nicht, du glaubst mir nicht und so weiter. Mhm. Wie soll ich aber eine Frau vertrauen, die sowieso, die schon ihren Ehemann betrügt, so gesehen, und zu mir hinkommt? Und ich weiß nicht, das ist so ganz komische Lage. Das ist immer das Problem. Wenn sie hat ihren Ehemann betrogen. Ja. Vielleicht macht sie das Gleiche mit dir auch irgendwann. Ja, genau, ne? Das meine ich. Ja. Das habe ich ja auch. Ja, das ist immer so, wenn man in eine solche Konstellation hineingerät, kann man immer fragen, macht die das vielleicht jetzt oder irgendwann mit mir auch mal, was sie jetzt mit ihrem Mann macht, ne? Ja, und genau davor habe ich Angst. Mhm. Genau davor habe Deswegen, ich Angst. Dann bleib erstmal auf Distanz. Es ist ja alles noch verdammt frisch, Volker. Es ist ja erst ein halbes Jahr. Mhm. Beschnupper die Sache mehr noch und die ganze Angelegenheit, beobachte die Frau mehr. Lass dich auf gar keine Verpflichtung ein. Vor allen Dingen, wenn sie sagt, ich trenne mich von meinem Typ, heißt das noch nicht, dass du die Verpflichtung hast, dich dann noch mehr an sie anzunähern. Lass dich da auch nicht unter Druck setzen von ihr. Mhm. Wenn sie das fordert, liegt sie falsch, die junge Dame. Das musst du entscheiden, ob du das alles richtig findest. Mach es ganz langsam, mach es ganz vorsichtig.
Lass dich da nicht reinziehen, du wirst unglücklich. Vielleicht weißt du, du hast alle Zeit der Welt. Warte ein Jahr ab, guck dir die ganze Sache ein Jahr an. Und dann kannst du, ich garantiere dir, weil wir in einem Jahr, nochmal sprechen wir beiden, kannst du mir viel klarer und definitiver sagen, was du denkst und was du fühlst. Also ich habe jetzt ein Zeitlimit, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, ich sage das ganz kurz nochmal. Am 27., also jetzt nach Weihnachten speise ich meinen Kerl raus. Da habe ich zu dir gesagt, am 27. will ich von dir wissen, jetzt diesen Monat, was jetzt los ist, ob der Kerl jetzt raus ist oder noch nicht raus ist. Ja, okay. Also, meinst du, dieses Zeitlimit ist falsch oder was hältst du davon? Ja, ist ja vielleicht ein bisschen sehr kurz. Ja, weil sie hat mir vorher schon gesagt, am 27., also nach dem Weihnachten schmeiße ich meinen Kerl raus. Mhm. Ich will noch Weihnachten abwarten wegen die Kinder. Ja. Und dann werde ich dann in Luft sitzen, wo er letztes Mal getrunken hat. Das hat sie mir damals so gesagt. Ja. Okay, also, dann lass dir immer noch ein paar Wochen Zeit und dann redest du nochmal mit ihr, was da los ist. Es muss jetzt nicht genau der 27. sein, das ist ja auch egal. Es kann auch Mitte Januar sein oder Ende Januar. Aber da kannst du dann auch dran sehen, wie ernst sie das meint. Das stimmt schon, ja. Mhm. So, langsam angehen, Volker. Okay, ja? Dankeschön. Und nicht reinziehen lassen, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier live im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 live. Sabrina, 21 Jahre. Hallo Sabrina. Ja, hallo. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, ich habe Stress mit meinem Ex-Freund sozusagen. Also wir sind jetzt auseinander und der hat mir halt in den letzten, ich habe den im August kennengelernt und der hat mir in den letzten Monaten halt ziemlich gut getan, weil ich auch... Moment, du hast ihn in diesem Jahr im August erst kennengelernt? Ja, richtig. Das war also eine Mini-Beziehung? Jo. Ein paar Monate nur? Ja, genau. Also wir sind seit Ende September sind wir zusammen. Ja. Gewesen und jetzt Montag hat er Schluss gemacht. Ja, er hat Schluss gemacht? Er hat Schluss gemacht. Warum? Weil, also es ist eine längere Geschichte und zwar, er hat sich mit seiner Ex-Freundin getroffen und ich muss dazu sagen, er ist bisexueller Transvestit. Bisexueller Transvestit? Ja. Jetzt noch komplizierter. Ein bisexueller Transvestit? Ja, richtig. Also er geht gerne mit Frauenkleidern herum? Richtig. Nur so für sich oder ist er auch in irgendwelchen Shows, tritt er auch auf oder? Nein, nee. Für sich. Er macht das einfach nur für sich. Genau. Und damit hast du aber kein Problem? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Jetzt ist das Problem, und zwar er hat sich mit seiner Ex-Freundin, wie gesagt, am Freitag getroffen. Ja. Um 2 Uhr. Und ich habe mich in der Zeit mit einer anderen Freundin getroffen. Ja. Und abends kam er dann wieder, weil er musste aber abends wieder zum Job. Er hat irgendwie so ein so ein Vorstellungsgespräch und so halt, und der erste Tag halt, ne? Und dann hat er mir aber gesagt, weil er mich nicht alleine lassen wollte, weil ich halt auch psychosomatische Störungen habe, und zwar das sind das Borderline, Depressionen, psychogene Krampfanfälle und eine Art Psychose. Oh, dann geht's dir aber nicht gut. Nein. Aber hallo. Ja, und dann halt Bulimie, Magersucht und Fresssucht noch dazu. Wie, bitte, was ist denn da los? Ja, also das ist so... Da ist ja nun eine ganze Menge, was da bei dir los ist. Ja, durch meine Vergangenheit halt, aber... Bist du denn in ärztlicher Behandlung? Ja, ja. Ja? Seit meinem 13. Lebensjahr bin ich in ärztlicher Behandlung. Okay, klammern wir das mal aus im Moment und erzählen mal die Geschichte weiter, warum das nun zu Ende ist. Ja, und zwar hat sich, wie gesagt, mit ihr getroffen und abends, wie er mich zu seinen, also nach mitgenommen hat, damit ich zu seinem Schwager mit den Zug fahren konnte, hat er mir halt gesagt, dass er sich am nächsten Tag nochmal mit ihr trifft. Mhm. Also hat er sich wieder in sie verguckt, mehr oder weniger? Sozusagen, aber er hat mir das nicht gesagt. Wir haben immer gesagt, wir spielen mit offenen Karten, aber dass er halt nicht treu sein wird. Und da habe ich gesagt, gut, dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen, weil ich liebe den wirklich über alles. Und ist er denn jetzt mit dieser Frau wieder irgendwie verbandelt? Ja, das ist es ja. Er hat am Montag Schluss gemacht und meinte, dass er wohl sie über alles liebt. Ah ja. So, aber du liebst ihn auch über alles? Ja, genau. Das ist das Problem. Und am Montag. Das heißt, alles ist jetzt ganz frisch. Ganz frisch, Jürgen. Habt ihr seit Montag nochmal telefoniert? Ja, er ist ja täglich bei mir, er war ja heute auch wieder hier. Ach so. Ja. Warum ist er täglich bei dir, wenn ihr nicht mehr zusammen seid? Ja, weiß ich auch nicht, weil ich brauche den irgendwie. Ja gut, aber warum? Du brauchst ihn, aber er braucht dich vielleicht ja nicht. Warum kommt er zu dir? Ich habe keine Ahnung. Ist doch seltsam, ne? Da macht jemand Schluss und sagt, ich liebe meine Ex über alles und kommt dann täglich wieder zu seiner, zu dir, verstehst du? Genau. Ja, das ist es ja. Also
ich weiß es nicht, meine Freundin hat gesagt, er ist von mir weggegangen, weil ich ihn zu doll verwöhnt habe, weil er das nicht gewöhnt ist. Und weil ich verwöhne halt sehr gerne und ich gebe auch gerne. Was macht ihr denn, wenn er jetzt jeden Tag bei dir ist? Was macht ihr denn dann? Seid ihr traurig? Seid ihr zärtlich? Wir und reden halt. Also sexuell haben wir nichts. Reden halt über die Probleme. Und ja. So, ja, jetzt habt ihr wirklich ein Problem am Hals, ne? Ja. Das heißt, auch du vor allen Dingen, ne? Da ist ein Mann, der sich von dir letztendlich getrennt hat, der aber immer wieder zu dir kommt, du liebst ihn über alles. Wie soll das jetzt weitergehen? Und er sagt, er liebt seine Ex über alles. Ist doch eine sehr große Verletzung für dich auch, wenn du dir das so vor Augen hältst. Ja, sicher, aber was soll ich denn machen? Das ist das ja, damit komme ich auch nicht klar, weil ich habe auch gesagt, weil ich weiß ganz genau, dass diese Beziehung nicht gut gehen wird, weil das war eine 9 Jahre Beziehung und sie hat ihn also in meinen Augen so unter Druck gesetzt, dass er sich nicht umziehen konnte, also er durfte sich nicht als Frau anziehen, er durfte sich mit anderen Frauen treffen und aber das macht dir alles gar nichts aus, auch wenn er sich als Frau anzieht, ist für dich okay. Für mich ist das okay. Ja. Ich habe ihn so kennengelernt. Ach, du hast ihn sogar so kennengelernt. Hast du selbst eine leichte bisexuelle Ader? Nein, das ja, nicht. Also eher so, seit ich mit ihm zusammen war, könnte ich mir schon vorstellen. Na, aber das stelle ich mir seltsam vor, wenn man ich stell mir das seltsam vor, wenn man eine heterosexuelle Frau ist und dann der Typ, den man liebt, sich als Frau verkleidet, ist das doch irritierend, dann Händchen halten mit einer Frau vielleicht da herumzulaufen. Ja, das ist es ja, das macht mir nichts aus. Das macht dir nichts aus, ne? Ja. Also ich muss dazu sagen, meine Schwester ist richtig lesbisch und ich bin mit meiner Schwester groß geworden und sie war immer schon anders. Ja. Und deswegen, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Also Sabrina, ich würde in diesem Fall, würde ich euch raten, dass du ihm, so schwer es dir vielleicht auch fällt, dass du einfach sagst, pass mal auf, lass uns mal ein bisschen auf Distanz gehen. Damit du auch, also dein Freund, damit der auch sich mal ein bisschen im Klaren darüber ist, was er eigentlich will. Weil so ist das ja nicht Fisch und nicht Fleisch, was ihr da macht. Ja, sicher. Ich meine, es ist ja wirklich jetzt noch ganz neu entschieden, aber damit das jetzt nicht endlose Wochen so geht, sag ihm das mal. Sag ihm, dass du vielleicht erstmal ein paar Tage, ein paar Wochen oder zumindest ein paar Tage mal eine Auszeit haben möchtest. Ja, das ist es ja, das will ich ja gerade nicht. Ne? Ja, aber das musst du machen. Sonst ist das so verletzend für dich. Dann sitzt ein Mann da, der dich eigentlich gar nicht will, der kommt aus irgendwelchen anderen Gründen zu dir. Und es muss ja eine Klarheit geschaffen werden. Ja. Ich finde, das solltest du zumindest mal ausprobieren. Ja, das Problem ist, wenn er nicht bei mir ist oder ich den jetzt, weiß ich nicht, wie lange nicht gesehen habe, dann habe ich wieder so einen großen Schneidedruck. Ich muss dazu sagen, ich bin seit Freitag wirklich nur im Kotzen. Ich kriege gar nichts mehr runter. Und egal, was ich zu mir nehme, ich breche es wieder aus. Denke ich, am besten nimmst du gar nichts zu mir. Jetzt habe ich aber Angst, doch wieder in eine Magersucht reinzufallen. Das ist mir natürlich klar. Wenn man so angeschlagen ist, fällt einem so eine Disziplin natürlich besonders schwer zu sagen, ich gehe erstmal auf Distanz zu jemandem, den ich eigentlich sehr liebe. Ist mir schon klar. Und das fördert natürlich deine Krankheitsbilder noch mehr. Ne? Ja, sicher. Aber da sitzt du wirklich in der Falle. Wirklich in der Falle. Wie du es jetzt auch machst, machst du es irgendwie, ist es schwer für dich. Es gibt da keine leichte Lösung, keinen einfachen Weg. Jetzt habe ich nicht in Erinnerung, du bist im Moment nicht in einer Behandlung, ne? Also ich war bis Mitte August war ich in der Klinik, also von meinem 17. bis Mitte August Lebensjahr. Also bis 21. Lebensjahr praktisch. Ja, aber im Moment so ambulant hast du keine Hilfe. Ich habe eine Psychiaterin, die Medikamente auch verschrieben hat. Jetzt nehme ich aber gar nichts mehr von 25 Tabletten am Tag. Und eine Psychologin, da habe ich jetzt am 26. Januar ein erstes Gespräch mit einer neuen Psychologin, weil ich vorher bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin war. Verstehe. Also ist das ja schon mal ein kleiner Lichtblick, dass du diesen Termin da hast. Ja. Ein kleiner Lichtblick. Also das macht mir, es ist so schwer für mich, dir so einen klugen Rat zu geben, sofern der überhaupt klug ist. Weil man ja immer berücksichtigen muss, dass du seelisch sehr erkrankt bist zurzeit. Oder so einfach, ja, dass du eine Erkrankung oder mehrere Erkrankungen hast. Ja. Ne, das jetzt zueinander zu packen, ist ungeheuer kompliziert. Deswegen, du hörst gerade im Hintergrund die Musik, die Sendung ist vorbei.
möchte ich gerne, dass wir uns da ein bisschen mehr Zeit lassen, um das noch eingehender zu besprechen. Mhm. Deshalb schlage ich vor, du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Okay, danke schön. Okay, so machen wir es, Sabrina. Okay. Alles Liebe, tschüss. Danke, tschüss. So, Freunde und Freundinnen, in der Technik war heute Nacht Volker Thake. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit unserer Themensendung Badezimmer. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Badezimmer, was euch in Badezimmern schon passiert ist, an schönen Sachen, an schrecklichen Sachen, an schrillen Sachen, an kuriose Sachen. Gibt es vielleicht irgendetwas, was ihr nur ihr im Badezimmer macht und was ihr vielleicht auch noch nie jemandem erzählt habt, was da so abgeht? Also hier mit Thema Badezimmer, wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann mailt unter domian@wdr.de, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen morgen, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Tschüss. Zwei Uhr. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Berlin. Trotz des Streits über Einzelfragen wollen die Bundesländer die Föderation